Wenn Herr Amlung bei dem Anschlag ums Leben gekommen wäre, wem wäre das Unternehmen zugefallen? Wer ist der Erbe? Im Augenblick gilt noch die Regelung, dass Karin Amelung, die Ehefrau, 2/3 des Vermögens und Franziska Rönisch, die Tochter aus erster Ehe, 1/3 bekommen hätte. Sie sagten im Augenblick. Nun, Herr Amelung ist dabei, die Masse des Firmenvermögens in eine Stiftung einzubringen, die dann von einem unabhängigen Aufsichtsrat verwaltet werden soll. Was würde das für die Erben bedeuten? Im Falle des Ablebens von Herrn Amelung würde den Erben die Verfügung über das Firmenvermögen entzogen sein. Aber im Augenblick gilt noch die alte Erbregelung. Jetzt würde das Vermögen noch der Ehefrau und der Tochter zufallen. Ich glaube zu wissen, was Sie jetzt denken. Aber ich halte das für unvorstellbar. Wissen Sie, Herr Fasold, nach meiner Erfahrung ist alles möglich. Einen Moment bitte. Herr Busse, Telefon! Komme! Er kommt! Danke. Ja? Wem sagen Sie das? Aber nicht durch meine Schuld. Ich habe genau... Was? Vielleicht... Und was soll das sein? Da müssen Sie dann aber noch etwas investieren. Ist meine Frau schon weg? Sie ist zur Galerie Muthesius gefahren. Ja, richtig. Das sagte sie. Möchten Sie etwas essen? Eine Kleinigkeit. Etwas Obst. Guten Tag. Grüß Gott. Heimann, Kriminalpolizei. Ich habe vorhin angerufen. Sie haben mit Freund Röske telefoniert. Ich habe die Nummer 859-7979 gewählt. Ja, das ist unser Tennisclub. Kennen Sie diesen Mann? Tja, es könnte sein. Ich glaube... Er heißt Richard. Mit Vor- oder Nachnamen. Warten Sie bitte. Felix, kommst du mal? Einen Moment. Herr Träger ist bei uns Tennislehrer. Guten Tag. Heimann, guten Tag. Der Herr ist von der Kripo. Na und? Kennen Sie diesen Mann? Er soll Richard heißen. Natürlich. Der hat bei uns gespielt. Den ganzen Sommer. Klaus Richard. Und wissen Sie seine Adresse? Die müsste bei uns in der Kartei sein. Dankeschön. Wiedersehen. Herr Richard? Ja? Guten Tag, Herr Richard. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei.
Das ist mein Kollege, Herr Heimann. Tag. Waren Sie beruflich unterwegs? Ja. Ihre Nachbarin hat uns gesagt, dass Sie mit der Mittagsmaschine aus Hamburg zurückkommen. Und? Was wollen Sie von mir? Können wir Sie in Ihrer Wohnung mal einen Augenblick sprechen? Kann ich Ihre Marke noch mal sehen? Aber selbstverständlich. Kommen Sie bitte. Danke. Wenn Sie mich jetzt bitte aufklären würden. Können Sie sich ein bisschen setzen, Herr Richard? Das wäre doch gemütlicher, hm? Bitte sehr, dort. Dankeschön. Darf ich mich ein bisschen umschauen? Sie dürfen. Herr Richard, wenn wir anonyme Hinweise bekommen, dann behandeln wir die mit äußerstem Misstrauen. Aber in diesem Fall mussten wir Ihnen nachgehen. Im Zuge von aktuellen Ermittlungen sind wir an dieses Foto gekommen. Das sind Sie doch, nicht wahr? Ja. Das sieht man doch. Das könnte aus einem größeren Bild, vielleicht einem Gruppenbild, herauskopiert und vergrößert worden sein. Hm? Ich glaube, das ist vielleicht mal vom Tennisplatz aufgenommen worden. Aber wer der Fotograf war, keine Ahnung. Das ist schade. Tja, schade. Treiben Sie noch anderen Sport außer Tennis? Skifahren. Langlauf vor allem. Aha. Ja, ich komme nur drauf, weil Sie eine Menge Karten von der Münchner Umgebung haben. Ammerseegebiet, Hofoldinger Forst. Hätten Sie was dagegen, wenn wir die Karten mal mitnehmen? Ich würde jetzt gern mal wissen, worum es hier überhaupt geht. Ja, Herr Richard, wir untersuchen einen Überfall, einen Mordanschlag, der zwischen Schäftlarn und Icking stattgefunden hat. Ja, und? Haben Sie den Namen Amelung schon mal gehört? Amelung? Sie meinen das die Maschinenwerke? Ja, und kennen Sie auch den Besitzer der Maschinenwerke? Das ist der Herr Amelung. Nein, tut mir leid. Das stand da drüben auf dem Schreibtisch. Ist das Ihre Freundin? Nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Foto hier in die Wohnung gekommen ist. Aber Sie kennen die Dame? Ja. Wir kennen sie auch. Tut mir leid, mein Mann ist nicht zu Hause. Er ist in seinem Betrieb. Wir wollen nicht zu Ihrem Mann, Frau Amelung. Wir möchten mit Ihnen sprechen. Bitte. Dankeschön. Und vielleicht ist es besser, wenn wir das erstmal alleine tun. Wie? Ist was passiert? Ich meine, haben Sie irgendeine Spur? Kennen Sie diesen Herrn? Frau Amelung, ich sehe Sie ihn an, Sie kennen ihn. Ja, ich kenne ihn. Und woher? Im Sommer habe ich ein paar Tennisstunden genommen. Ja, und dabei habe ich einige Male mit ihm gespielt. Tennis. Einmal, glaube ich, habe ich eine Tasse Kaffee mit ihm getrunken. Glauben Sie? Also, ich habe Kaffee mit ihm getrunken, ja. Sind Sie mit Herrn Richard befreundet? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Schauen Sie, wenn eine Dame einem Herrn ein Foto schenkt, setzt es doch eine gewisse freundschaftliche Beziehung voraus, nicht? Ja, aber ich habe diesem Mann nie irgendwas geschenkt. Schon gar nicht ein Foto von mir. Ja, wie kommt denn dann das Foto auf seinen Schreibtisch? Das weiß ich beim besten Willen nicht. Sehen Sie, dasselbe sagte Herr Richard auch. Der weiß auch nicht, wie das Foto auf den Schreibtisch gekommen ist. Das weiß ich wirklich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass... Was bitte? Herr Richard war wohl etwas verliebt in mich. Vielleicht hat er sich das Foto irgendwie besorgt. Und Sie, Frau Amelung, waren oder sind Sie auch etwas verliebt in Herrn Richard? Ich weiß nicht, inwieweit diese Frage unseren Fall betrifft. Oder gehört es zu den Aufgaben der Polizei, die Privatangelegenheiten anderer Menschen zu durchschnüffeln? Leider, ja. Ich finde es auch furchtbar, aber was soll ich machen? Und da ist noch etwas. Wir haben in dem Bücherregal von Herrn Richard Wanderkarten gefunden. Eine davon vom Isartal, zwischen Schäftlarn und Wolfratshausen. Schauen Sie mal. Das ist der Weg von Schäftlarn über Icking bis nach Wolfratshausen. Der Weg, den Ihr Mann letzten Freitag geritten ist. Und der ist mit einem Farbstift eingezeichnet. Ja, und? Was schließen Sie daraus? Daraus schließen wir, dass der Herr Richard sich für den Reitweg Ihres Mannes interessiert hat. Aber es kann ja natürlich sein, dass diese sonderbaren Zusammenhänge ganz harmlos und zufällig sind. Hoffen wir, Frau Amelung. Die Anteile der Schweizer Holding werden gegen unsere eigenen Forderungen aufgerechnet.
Damit hört unser Unternehmen in seiner alten Form zu bestehen auf? Alle Rechte und Pflichten gehen auf die Stiftung über. Im Aufsichtsrat, der auf 8 Personen beschränkt sein soll, wird jeweils ein Mitglied Ihrer Familie Sitz und Stimme haben. Bis zum Widerruf wird das Ihr Vater sein, nach seinem Ausscheiden Ihre Stiefmutter. Und was geschieht mit den erwirtschafteten Gewinnen? Die Gewinne werden nach dem alten Schlüssel verteilt. Dazu kann ich nur ja sagen. Das freut mich. Das ist also ein Langlauf-Skigebiet, immer entlang der Isar. Ja. Und Sie sind die Strecke selber schon gelaufen? 2 oder 3 Mal. In Begleitung oder allein? Allein. Und vor oder nach dem Lauf haben Sie die Route auf der Karte markiert? Ich habe viele Routen markiert. Sie brauchen sich nur die anderen Karten anzusehen. Könnte es sein, dass Sie Frau Amelung gegenüber mal diesen großen Steinbruch hier erwähnt haben? Ich habe mit Frau Amelung über andere Themen gesprochen. Ja. Über welche? Worüber reden Sie mit einer Frau, die Sie erobern wollen? Ja, aber Frau Amelung wollte sich ja nicht von Ihnen erobern lassen, nicht? Sie hat Ihnen nur ein Foto geschenkt. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, Frau Amelung hat mir kein Foto geschenkt. Und ich weiß auch nicht, wie... Ja, ja, ich weiß. Sie wissen nicht, wie das Foto auf Ihren Schreibtisch gekommen ist. Ja. Wer kann denn alles in Ihre Wohnung, wenn Sie nicht da sind? Nur meine Wohnungsnachbarin, die hat immer einen Schlüssel. Aber sie hat uns schon gesagt, dass sie nicht drin war. Und den Schlüssel hat sie auch nicht aus der Hand gegeben. Also bleibt nur die Möglichkeit, dass jemand bei Ihnen eingebrochen hat, bloß um das Foto auf den Schreibtisch zu stellen. Naja, Herr Richard. Und was wollen Sie jetzt von mir hören? Nichts. Wir werden das Rätsel erst lösen, wenn wir die Person gefunden haben, die uns den anonymen Hinweis auf Sie gegeben hat. Sei es, um uns zu helfen, sei es, um uns irre zu führen. Wir werden es rauskriegen, wenn wir Glück haben. Darf ich? Ja, bitte. Sie auch? Bitte. Ja, ein bisschen. Guten Appetit. Danke. Danke sehr. Wie hast du den Tag verbracht? Ich habe lange mit meiner Mutter telefoniert. Wie geht es ihr? Ich hatte den Eindruck ganz gut. Und dann waren die Herren von der Kriminalpolizei noch mal hier. Haben Sie etwas rausbekommen? Du, ich muss dir was sagen. Als ich im Sommer Tennisunterricht genommen habe, habe ich einen Mann kennengelernt. Davon hast du mir bisher nichts erzählt? Ach, das war ja auch ohne jede Bedeutung. Ich habe ein paar Mal mit ihm gespielt und danach haben wir im Clubcafé gesessen. Und als du in Amerika warst, habe ich mich wieder mit ihm getroffen. Einmal waren wir zusammen essen und einmal waren wir mit seinem Segelboot weg. Und warum sagst du mir das jetzt? Weil du es früher oder später von der Polizei erfahren hättest. Sie interessiert sich dafür. War sonst irgendwas zwischen dir und diesem Mann? Nein. Er hat dir einfach so gefallen. Ich sagte doch, es war ohne jede Bedeutung. Bisschen Sympathie, ein Flirt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Es hatte nichts mit uns zu tun. Glaub mir, ich habe dich keinen Augenblick vergessen. Kein Mensch kann von einem anderen ein Leben lang gleichbleibende Gefühle erwarten. Auch wenn er sich das noch so sehr wünscht. Keiner hat das Recht, den anderen als Besitz anzusehen. Das war immer meine Ansicht. Und trotzdem tut es mir weh. Es tut mir leid. Die Plastiktüte stammt aus einem Optikergeschäft. Wir waren in allen 3 Filialen, aber von den Verkäufern kann sich keiner an einen bestimmten Kunden erinnern. Was ist denn mit dem PKW, der am Tag von dem Überfall hinterm Reiterhof gesehen wurde? Der Hinweis kommt von einem Angestellten des Reiterhofs. Es handelt sich um einen japanischen Wagen mit grüner Lackierung und Münchner Kennzeichen.
Er soll dort von etwa 10.30 Uhr bis 12 Uhr gestanden haben. 12 Uhr. Um 12 Uhr ist der Amlung weggeritten. Lass doch mal ein Foto von der Plastiktüte und eine Beschreibung von dem PKW an die Presse geben. Und dann sei doch so gut und ruf mal die Tochter von Herrn Amlung an. Hier ist die Nummer. Ob wir sie morgen mal besuchen können.